Ich würde gerne einen Gefallen einlösen, der dir nicht passen wird. Ich will, dass du Lea entführst. Ja, also, kurze Zusammenfassung für die, die es nicht mitbekommen haben. Psychopath war in einem Krankenwagen. Butters und Crusader dahin, wollten ihn umbringen, stehen da 40 Cops. Waffen ins Gesicht gehalten von den Cops, den Typ dann am Ende nicht umgebracht, weil zu viele Cops, wäre nur mit Knast geendet. Riesendiskussion mit Lea, weil Butters den auf jeden Fall umbringen wollte, den Psychopathen. Am Ende hat er verstanden, dass Lea ihm den nicht ausliefern kann. Lea halt einfach nicht so ist, dass sie jemanden ausliefert. Casino-mäßig wurden insgesamt 3 Typen vom Dach geschmissen, weil sie das Casino beklaut haben, gelogen haben und so weiter und so fort. Der Psychopath im State Prison mittlerweile. Dann ist das FIB immer wieder am Casino gewesen und bei den Crusadern gewesen. Und als sie die Einfahrt ein bisschen raufgefahren sind, haben Butters und seine Leute gesehen, dass da drin Lea sitzt. Lea, Stark und Rabe saßen im Auto. Und Butters hat gefragt, warum macht ihr das? Und sie wurden angelogen. Dementsprechend, weil Butters das zu heiß wurde, ist er untergetaucht. Da ist jetzt natürlich gerade so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Kontakt zu Lea hat er gerade keinen. Und die Frage ist, warum diese Lügen? Warum lügt Lea das erste Mal Butters an? Was wollte das FIB da tatsächlich? Plant Lea was gegen Butters hinter Butters Rücken, obwohl sie eigentlich immer mit ihm zusammenarbeitet oder sich rauszieht? Warum lügt sie? Eine Idee, die wäre echt sehr kritisch. Eigentlich wäre das Beste, wenn der Kontakt zum FIB wiederhergestellt wird. Das ist aber gerade schwer möglich in der aktuellen Situation. Nur dieses, jetzt sollen alle wissen, dass ich ein Krimineller bin, das wäre nicht Butters, das ist nicht seine Vorgehensweise. Sondern er denkt 20 Schachzüge weiter und lässt alles so aussehen, als wäre es anders, um am Ende aber sein Ziel zu fokussieren. Und sein fokussiertes Ziel ist der Tod von Thompson. Und für seine Ziele macht Butters alles, was nötig ist. Menschen glauben, es wäre ihre Entscheidung gewesen. Dabei war es seine. Hallo? Was geht denn, Mann? Hey, na? Hey, na? Alter. Habt ihr echt gedacht, irgendeiner ist so doof und traut sich einfach hier drauf zu laufen? Es ist ja schon los, dass unsere Einfahrt zugeparkt wird. Da habe ich Donny schon gerade im Kreis drin sehen. War euch nochmal was los gewesen? Nee. Hast du mal einen Augenblick für mich, John? Na klar. Willst du echt nach vorne gehen und nicht eher nach hinten? Nee, wir können an die Seite einfach. Hast du dich verletzt? Wieso? Du siehst nicht so gut aus. Ja, man will ja undercover bleiben. Thompson muss sterben, das ist klar, ne? Ja, aber ich glaube... Ich habe gestern vielleicht ein bisschen emotional reagiert und habe damit irgendwie so den Plan Thompson Tod so ein bisschen aufs Spiel gesetzt. Was ist angestellt? Ich bin vielleicht gestern durch den Start gelaufen und habe geschrien, also ich habe jetzt zuerst mal Lea angeschrien, habe ihr gesagt, dass sie woanders pennen kann und sich verpissen soll. Mhm. Und bin vielleicht so ein bisschen eskaliert und habe kein Geheimnis drum gemacht, dass jeder wissen kann, dass wir... Kriminelle sind die Leute von Dächern schmeißen, wenn die uns auf die Eier gehen. Vielleicht haben das ein, zwei Leute gehört. So wird für mich natürlich am Ende irgendwie ein Schuh draus, weißt du? Wir, bewaffnet mit Polizeiequipment bis hinter die Ohren, stehen vor allen Polizisten, bedrohen die, schreien die an, drohen in den Krankenwagen reinzuhalten, drohen dem Typ was anzutun. Ich, der mit der Justiz einen Deal aushandelt, dass ich in State Prison komme, wenn der Typ auch im State Prison ist. Was am Ende rauskommt, augenscheinlich, weil in meiner Akte steht, die Crusader sowie die SPLS darf auf keinen Fall in State Prison gebracht werden, solange dieser Typ da drin ist. Flieg mit einer MP bewaffnet, schießend über dem State Prison entlang und schmeißt 3 Leute vom Casino. Und dann observiert mich das FIB und Lea fängt an, mich anzulügen. Was soll ich denken? Ja, weißt du, warum das bisher alles so super lief? Und niemand dir an die Karre pissen konnte oder allen, die in deinem Dunstkreis unterwegs sind, die dir helfen? Weil du nicht Rambo bist und irgendwo reinrennst und wild um dich ballerst. Das ist richtig. Und das war definitiv ein Fehler gestern. Dass ich gestern so emotional reagiert habe, dass ich Rambo-mäßig durch die Gegend gelaufen bin, ist ein Riesenfehler gewesen. Ich verstehe, dass sie mir nicht ausliefern wollte oder sonst was, aber sie hätte sich auch nicht davor stellen müssen. Und schon gar nicht, um im Nachhinein
irgendwelche Dinge gegen mich zu machen und mich anzulügen. Und das ist tatsächlich, das ist der einzige Punkt, der hier gerade den letzten Tropfen Öl zum finalen Brand gegeben hat, ich ihr nicht mehr trauen kann gerade. Dass sie lügt. Und das, was sie dir erzählt, ist für mich genauso eine Lüge. Und ich muss rausfinden, was dahinter steckt. Ich muss die Wahrheit rausfinden. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nur einfach nicht glauben will oder ob es wirklich so ist, aber... Dann hätte es keinen Grund gegeben, sich Geschichten zu überlegen, wo man war, wann man wo war, um zu erzählen, wir sind da nicht vor Ort gewesen, wir waren das nicht, mich vor allen Leuten als paranoiden Typen hinzustellen. Die würde mir noch nicht mal sagen, wenn sie einen Deckel von einer Flasche in den Müll wirft und ich sag, wo ist der Deckel? Und sie weiß, ich sammle Deckel von Flaschen und sie hat den aus Versehen in den Müll geworfen. Dann wäre es wahrscheinlich eine Kleinigkeit, wenn sie sagen würde, ich weiß nicht, wo dieser Deckel ist, aber sie ist so in der ehrlichen Haut, dass sie zu mir sagen würde, ja, Ryan, ich habe den versehentlich in den Müll geworfen. Also ich sammle keine Deckel und ne, aber du verstehst, was ich dir sagen möchte. Ja, das, ja, König der Metaphern. Es passt nicht zu ihr. Es ist noch nie passiert. Ich glaube nämlich auch ganz fest daran, dass sie irgendeine Erklärung dafür hat. Weil sie ist nicht dumm und sie ist auch keine hinterlistige Person. Und ich glaube nicht, dass sie das mit vollkommener Absicht, dich in irgendeine Scheiße zu reiten, gemacht hat. Tut es mir einen Gefallen? Sagst du Lea ja, nicht, welchen? Dass wir miteinander gesprochen haben? Nein, es bleibt unter uns. Okay. Dann danke ich dir erstmal, John. Du hast mich auf eine gute Idee gebracht und ich glaube, du hast recht. Ich werde mit Lea sprechen und ich werde rauskriegen, was dahinter steckt. Mach das. Ich halte dich auf dem Laufenden. Mach das. Willst du vielleicht bei mir noch duschen? Nee, ich kaufe gleich ein Haus. Viel Spaß. Ich halte dich auf dem Laufenden. Mach das. Und hör vielleicht auf, wie Rambo durch die Gegend zu rennen. Das ja, das sowieso nicht mehr. Sag Bescheid, wenn irgendwas ist. So. Hier rechts müsste eigentlich... Es ist hier direkt um die Ecke. Guten Abend, Sie wissen schon, dass das Fahren über die Grünflächen an dieser Stelle nicht erlaubt ist? Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass ihr Louis und Steinfeld seid. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Wer ist denn dieser Steinfeld? Aber wo ist Noah? Ich bin der Ro. Noah sollte auch hier sein. Ja, und Michael auch. Übrigens können wir uns wieder ganz normal verhalten. Wieso? Ja, weil die Cops uns gar nicht suchen. Sagt wer? Glaube ich auch. Habe. Ja, hab gerade mit dem gesprochen. Die haben andere Probleme. Der hatte mit dir, ich soll dir schöne Grüße bestellen, du hast schon mit ihm gesprochen. Dass wir uns selber stellen gehen sollen, dahin gehen sollen, hallo, wir waren das und fertig. Ja. Die haben gerade andere Probleme, weil das Syndikat wohl einen Kollegen von denen seit gestern in Gewalt hat. Und deswegen... Die suchen uns gar nicht. Ja, und aus dem Grund lügt auch Lea. Und aus dem Grund lügt auch Stark. Und aus dem Die standen gerade eben neben mir. Und aus, ich ja. habe mit denen ganz normal gesprochen. Die haben nichts gemacht, die hätten mich festnehmen können. Louis, bist du dumm? Ja, anscheinend ihr. Die hätten Nein. dich festnehmen können. Und du glaubst wirklich, dass die einen festnehmen? Seit wann lässt du dich so leicht manipulieren? Ich lasse mich nicht manipulieren, ja, aber dem glaube ich. Augenscheinlich schon. Das ist doch der Plan überhaupt. Sollen ja nicht wirklich helfen. Nur ihn eine Zeit lang im Glauben lassen. Sie vertreten den Fall. Hallo, so. Michael. Hallo, Michael. Zumindest siehst du nicht mehr aus wie ein Schwein. Ja, alles gut. So, aber ich mach mal kurz den Louis.
Ja, ansonsten, Michael und ich wurden gestern auch nochmal von der Polizei angehalten. Ja, ich rauche in einem Bus. Ja, aber sind wieder gehen gelassen worden. Direkt. Wollen wir das nicht klären, wenn wir die Zigarette mit dir gebracht haben? Dann muss ich alles hören, so schön. Vielleicht stehst du einfach da mal auf anstatt das Genuschel. Dann können wir dich auch hören. Casino gewartet auf dem Casino-Gelände. Wir sind vorbeigefahren, weil ich ein Wohnmobil kaufen wollte. Weil ich das für eine gute Idee hielt und mich wie ein Holländer fühlte. Und dann, sind die halt uns hinterhergefahren. Kurz vorher auch ein Unfall, deshalb sind wir ein bisschen langsam gefahren. Und es ist halt ein Pappauto. Haben angehalten, direkt Verstärkung gerufen, waren dann 5 Polizisten drumrum. Haben uns dann begleitet zum Anmelden, aber ansonsten Akten kontrolliert, nichts gemacht. Ja, kann man schon nicht sein, weil ihr nicht dabei wart, ne? Ja, ich war nicht dabei. Kommt drauf an, was gemeint ist. Also ich war bei der... Das Ding ist halt einfach, mir kommt die ganze Sache spanisch vor. Und das ist halt auch das, was du gerade sagtest, Luis mit Rabe, bla. Und der sagt, die machen nichts und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, das ist das, was ich halt einfach gerade unterstelle. Und vielleicht ist es paranoid, das kann sein. Aber das ist das, wie sie mit jeder Gang umgehen. Ich bin nicht nur selber Polizist gewesen, sondern ich weiß genau, wie die arbeiten. Die werden auch zu jedem Gangmitglied sagen, dass sie mit einer Schrotflinte sehen, natürlich machen wir nichts, sie haben gar nichts zu befürchten. Und auf einmal stehen, und das ist nicht das, was ich denke, was auf uns zukommt, aber auf einmal stehen 6 gepanzerte Fahrzeuge mitten in der Ganghut und die kriegen eine riesengroße Razzia. Und natürlich nehmen die vorher sich keinen einzelnen hoch, weil die keine schlafenden Hunde wecken wollen. Und auf einmal stehen die da alle mit, weiß ich nicht, 40 Mann Panzerfahrzeugen und so weiter und so fort und nehmen die komplett auseinander. Das Ding ist, selbst wenn du Rabe glaubst, selbst wenn Rabe sagt, die wollen nichts machen und so weiter und so fort. Warum haben sie gestern alle gelogen? Warum hat gestern ein Rabe gelogen? Warum hat eine Lea gelogen? Warum hat ein Stark gelogen? Wir haben es alle gesehen. Die haben uns alle angelogen. Die ganze Zeit. Die haben uns nicht nur angelogen, sondern die haben sich sogar eine Geschichte aufgebaut, um uns glaubhaft zu versichern, wo, an welchem Einsatz die gewesen sind, zu welcher Zeit die da gewesen sind. Nämlich genau zu der Zeit, wo wir die gesehen haben und wo die Crusader observiert haben. Die Sache ist halt nur, die kamen eben hier vorbei so. Ich stand da mit dem Audi und dann standen die so neben mir und ich so, scheiße. Ja, die haben halt normal mit mir gequatscht so und meinten dann halt auch, ja, ich soll mich nicht so anstellen. Warum denn einen noch verstecken tun so? Ja, aber das ist doch auch das Intelligenteste, was sie gerade machen können. Ja, wenn wir alle zusammenstehen, dann cachen sie uns. Vielleicht nicht jetzt, gerade in diesem Augenblick oder so. Aber gib mir eine logische Erklärung für gestern und ich bin vielleicht auch auf deiner Seite und es öffnet mir irgendwie die Augen und ich sag, ja, okay, so und so kann es sein. Wir brauchen uns wirklich nicht verstecken. Wir können stinknormal weitermachen wie bisher, weil uns keiner irgendwie sucht, weil uns keiner irgendwie an die Karre pissen will. Aber ich bin mit Lea jetzt wie lange verheiratet? Ewigkeiten. Sie hat mich nicht ein einziges Mal angelogen bisher. Nicht mal bei einer Kleinigkeit. Eher sagt sie zu mir, du Ryan, ich kann dir das nicht erzählen, ich darf dazu nichts sagen, FIB, bla, dies, das, als dass sie lügt. Und es hat sie gelogen, Rabat hat gelogen, Stark hat gelogen. Warum? Ja gut, aber das ist ja eine ganz andere Sache, weil da muss man sagen, wenn du sie liebst, musst du einfach mit ihr reden. Also klar, das ist eine persönliche Sache da, aber... Ryan ist immer derjenige, der ankommt. Lea macht Fehler, sie macht einen auf beleidigt, sie wird dann, ja, und Ryan sagt dann, verpiss dich und bla. Aber im Endeffekt ist es Ryan, der immer wieder ankommt. Normalerweise müsste Lea jetzt den ersten Schritt machen, wenn sie es erklären will, warum sie gestern gelogen hat. Normalerweise müsste sie den ersten Schritt machen das und nicht Ryan. Das ist, was ich rausfinden möchte. Warum haben uns gestern offensichtlich FIB-Agents observiert und warum haben sie uns offensichtlich angelogen, nachdem wir sie klar erkannt haben? Und warum haben sie uns offensichtlich vor allen Leuten als paranoide Idioten hingestellt? Wo kann man sich was kaufen, was holen, wo man unentdeckt bleibt? Wo? Ich glaube, das gegenüber von Bahama Mamas ist keine gute Idee. Allgemein, vielleicht in der Stadt irgendwas, was nicht einsehbar ist. Wir dürfen definitiv, also kein Haus, definitiv nicht. Vom Strand kann man doch haufenweise Inseln sehen. Wenn wir uns jeder einen Jetski kaufen, dass wir im Not auf die Insel kommen, da vermutet uns mit Sicherheit gar keiner. Ja, und wenn du einen Polizeihelikopter da drüber hast, bis zum Arsch und kommst vor dem nicht mehr weg. Ah, hast recht. Wir brauchen irgendwas, was so unentdeckt wie möglich... Wisst ihr, was geil war? Das Arschloch. Das war super geil eigentlich. Mit dem Unterschied, dass man es halt kannte, weil wir halt einfach Bürgermeister gewesen sind. Aber das Arschloch an sich war ein super Versteck. Ich hab was. Ich weiß was. Ich hab was. Kommt mal mit. Okay. Das ist zwar kein Haus, aber...
Ich weiß, wo wir hinfahren. Wo unser neues Arschloch wird. Was ist mit dem Ding? Irgendwie spinnt der Motor, aber wenn du den ein bisschen schlägst, dann geht er wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, ich bin noch nie so ein billiges Auto gefahren. Scheiße, ich sehe nichts. Wir müssen einen Eingang dicht machen und wir sitzen fest. Das ist die Scheiße. Ich hatte die Garage auch schon eben im Kopf, aber das kannst du knicken. Also tatsächlich ist es sehr, sehr geil, aber ja, da hat er recht, ne? Machen die oben dicht, haben wir ein Problem. Hm. Aber geil ist der Ort. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Mhm. Ich habe noch eine Idee. Die wer? Noch eine Tiefgarage. Was ist denn mit dem Flughafen in einem Hangar da? Ja, dann lass doch nur erstmal fahren. Wir gucken uns das andere erstmal an. Wo soll ich denn... Ja, die ist gut, aber das Versteck ist mehr als polizeilich bekannt, weil hier fährt jeder rein, der vor den Cops abhaut. Ja, das stimmt. Hier ist Tattoo-Studio. Links davon, nee, rechts davon, bis zum Strand hin, ist auch irgendein Gebäudekomplex. Was ist das? Ich fahr mal ganz schnell einen Leihwagen holen. Sollen wir uns hier wieder treffen? Ja. Pff, ja, kann man machen. Findest du sowieso nicht? Doch, finde ich. Ich weiß, wo das hier ist. Okay. Mal gucken, Alter, ich hoffe, es bleibt jetzt an, bis ich da bin. Denn so langsam macht das Auto aggressiv. Ja. Wo bist du? Ich kann mein Handy nicht lange anlassen. Vorm Autohaus. Ich bin der schwarze CLA. Sind wahrscheinlich gerade mit dem Elektroauto vorgekommen, oder? Ja. Ja, ich bin der schwarze Zähler hinter euch. Schön. Schenke ich dir. Dankeschön. Mach's bitte kaputt, mach einen Würfel draus oder so. Ja, krieg ich hin. Ich bring den anderen nachher wieder zurück. Jo, alles klar. Super, dass Sie so freundlich sind. Können Sie uns ein wenig die Stadt zeigen? Aber natürlich. Ich weiß ja nicht, ob die Stadt tatsächlich so gut ist. Ich würde hier schon fast rausfahren. Die Stadt ist halt super zweischneidig. Zeig mir mal das Einladedock, was auch immer du meinst. Ich glaube, das ist da. Einfach mal zurück, wo wir gerade waren. Ja, das Gebäude hier rechts. Aber wenn du jetzt hier rechts abbiegst, das genau hier... Wenn du da reinfährst, ich glaube, das war hier, oder? Das war eins weiter. Ja, genau. Wenn hier du links. Hier fährst und da links kann man reinlaufen. Ich weiß nicht mehr, ob es da noch weiter ging. Ja, genau. Und dann geht's in den Innenhof. Der ist das Lampool und die Eingänge zu den Zimmern. Eigentlich gut. Gegenüber vom Life Invader kann man auch gut finden. Das ist erstaunlich gut. Was ist das genau, ein Hotel? Ja, von Krasenburg Hotel. Da haben sie uns aber an einen schönen Ort gefahren. Bruder! Wir brauchen eine Leiter, um da hochzukommen. Vielleicht kommt man da auch von... außen dran. Vielleicht ist das ein zweiter Eingang von außen.
Also das erste Stockwerk hier. Dann können wir nämlich einen Helikopter oben irgendwie draufstellen. Ansonsten haben wir ja auch wieder genau das gleiche Problem wie eben. Aber wenn wir hier irgendwie raufkommen würden, dann wäre das perfekt. Ja. Und das ist ja auch eine riesen Garage. Wobei, ja, wenn man es kaufbar macht in der Garage, dann fällt es wahrscheinlich irgendjemandem auf. Steig ein, wir holen die anderen. Oh, sorry, Steinfeld. Cool, eine Lücke. So. Die sind nicht hier. Okay, pass auf, schreibt ihr nochmal den anderen, fahrt ihr mal mit dem Twingo, ich muss mal kurz einen kleinen Zwischenstopp machen, wo. Mhm. Jo. Ich melde mich gleich. Sollen wir Telefone anlassen? Ja, mach mal lieber sicherheitshalber wieder aus. Okay. Hallo? Hallo, Herr Nannis. Macht ihr mal weiter, ich bin gleich wieder da. Können wir uns treffen? Klar, können wir uns treffen, was ist los? Kannst du keinem sagen, dass wir uns treffen? Ich habe meinen Jungs gerade schon gesagt, dass du angerufen hast, ja? Okay. Was ist denn los? Bist du am Hof? Ja, ich bin am Hof. Ich hol dich gerade ab. Okay, alles klar. Bis gleich. Hallo? Du bist es. Michael hat mir gerade gesagt, dass du nochmal unterwegs bist. Du solltest uns vielleicht sagen, wo du hinfährst, weil alleine rumfahren ist dann jetzt in der Situation nicht so gut. Ich treffe mich mit Herrn Anders, alles gut. Okay. Ich sage euch danach Bescheid. Sagt den anderen mal, die sollen euch das Grundstück zeigen. Ja, Noah und ich haben auch was gefunden, was eventuell interessant sein könnte. Ja, aber lass dir das mal von den anderen zeigen gerade. Du wirst Augen machen. Alles klar. Das, ja. Ich melde mich gleich. Jo, okay. Ciao. Was ist los? Warum siehst du aus, als wärst du aus dem 70er Jahre Mafia-Film entsprungen? Erkläre ich dir jetzt alles. Dann wird es irgendwo hin, wo wir in Ruhe reden können. Hier vermutet uns doch kein Schwanz, oder? Ja, das will ich mal andersrum in die Einfahrt. Hat. Das ist vielleicht nicht so auffällig wie in einem Busch. So ist perfekt. Wo führt das hier hin? Das ist eine verdammt gute Frage. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Okay, egal. Ich fange vorne an, Herr Nannis, und ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Es ist so, dass Lea und ich nicht nur schon lange Zeit verheiratet sind, sondern ich auch die ein oder andere Drecksarbeit für Lea oder für das FIB gemacht habe. Ja, ist mir bewusst. Ich war in den meisten Fällen dabei. Ja. Warst du auch dabei, wo wir den Typen ins Meer geschmissen haben? Ja. Dann gibt's nichts, was ich dem hinzufügen kann. Das Ding ist, eine Sache, die Lea irgendwie immer verstanden hatte, ist gewesen, dass es halt einfach Situationen gibt, wo die Polizei oder sie mit FAB-Marke nicht mehr weiterkommt. Und dann hat sie auf mich zurückgegriffen. Und ich habe ihr dabei das Gefühl gegeben, mich diesbezüglich instrumentalisieren zu lassen, um am Ende einfach eine Lücke ins FAB zu haben, wenn ich was brauche. Und eigentlich ist es eine Win-Win-Situation für beide irgendwie gewesen. Logisch. Aber jemanden auszuliefern und mir vor die Füße zu schmeißen, damit er stirbt, macht sie einfach nicht. Verstehe ich bis dahin. Nichts ist kann ich nachvollziehen, ja. Trotz ist die Situation sehr kritisch gewesen. Also ich meine, wir wussten nicht ganz, in welche Situation wir uns bringen, als die Nachricht kam, man weiß, wo dieser Psychopath ist. Wir sind da rein, relativ blauäugig und sind in eine Situation reingelaufen, die, glaube ich, so keiner vermutet hat. Nämlich, dass wir am Ende mit Waffen vor 40 Polizisten stehen. Ist dumm gelaufen, überhaupt keine Frage. Und ist so keineswegs meine Absicht gewesen. Nichtsdestotrotz verstehe ich, dass wir da nicht einfach in den Krankenwagen reinrotzen konnten. Dadurch, dass dort Polizei, Leitung, Führungsebene, da war ja alles komplett vertreten. Ich sag dir auch, wie es ist, wäre es dann zu einer Schießerei gekommen. Wir wären in der Unterzahl gewesen und außerdem waren noch Polizisten oben, die hatten den High Ground. Wir wären komplett am Arsch gewesen rein. Aber der Typ wäre tot gewesen. Ja, aber wir auch. Ist ja egal. Wir können von Glück reden, dass es da zu keiner Schießerei gekommen ist. Nichtsdestotrotz ist die Situation, wir haben den Polizisten Polizeiequipment in die Fresse gehalten. Ihr habt den Polizisten Polizeiequipment in die Fresse gehalten. Bei uns waren es nur Langwaffen. Ja, mit wir meine ich, ne?
die Fraktion, die die andere bedroht hat. Das ist zumindest in meinem Fall nicht das Einzige, was bei mir irgendwie gerade polizeitechnisch schiefgelaufen ist. Ich habe des Weiteren noch einen Haftbefehl offen, über 70 Monate und 4.000 Dollar, weil ich mit Polizeiequipment vor Polizei abgehauen bin. Und ich bin mir sicher, dass die Mediziner gemeldet haben werden, dass es bei uns vom Casino aktuell ein paar Leute regnet. Warum, alter Batas, man ist nicht da, wo man scheißt. Ja, das ist richtig. Andere Situation erkläre ich später. Und nach all dem fährt ein FIB-Fahrzeug am Crusaderhof rum, am Casino rum, fährt die Einfahrt hoch, dreht wieder um. Ich rufe Stark an und sage, Stark, warum macht ihr das? Und er sagt, was denn? Wir sind hier auf einem Einsatz. Und ich habe noch gerätselt, war das vielleicht doch nicht Stark so, aber ich habe die doch erkannt. Also habe ich Lea angerufen und habe gesagt, Lea, was ist euer Ziel hier? Warum macht ihr das? Und sie lügt mich an. Sie lügt mich bewusst an. Sie erzählt mir was von einem Einsatz, auf dem sie angeblich gerade wären. Sie lügt gut. Sie sagt das Ganze mit Ort und Zeitangabe und anderen Kollegen und so weiter und so fort. Und ich frage mich, warum lügt sie mich an? Denn wir haben alle gesehen, als das FIB-Auto die Einfahrt hochgefahren ist, dass Stark, Rabe und Lea drin saßen. Die wollten sich danach mit uns treffen und haben extra das Auto gewechselt und sind mit einem anderen Auto zum Casino gekommen. Und ich bin sauer geworden. Ich bin gottverdammt sauer geworden. Und ich habe sie irgendwann nur noch angeschrien. Ich habe sie angeschrien. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich verpissen. Sie braucht nicht nach Hause kommen. Weil ich das Gefühl habe, was ich niemals, niemals in meinem Leben gedacht hätte, meine Frau, mit der ich eigentlich durch die Hölle gehe, dreht mir gerade den Rücken zu und gegen mich entschieden. Das glaube ich nicht. Dann hat Lea mit Joan telefoniert. Und sie hat Joan erzählen wollen, dass das Ganze da nur ein Spaß gewesen wäre. Und dass sie mich aus Spaß angelogen hätte. Jose, ich lüge niemanden aus Spaß an, gerade nicht in einer Situation, wo ich jemandem Angst mache. Ja, aber vielleicht hat sie die Situation einfach missinterpretiert. Vielleicht hat sie nicht verstanden, wie ernst es für dich gerade ist. Warum hat sie dann gelogen? Oh, ja. Pass auf, jeder flunkert mal, um irgendwie witzig zu sein. Hä? Ich habe dir auch schon mal gesagt, nein, ich habe dein Auto nicht geklaut. Hä? Das ist auch eine Lüge, aber einfach nur aus Spaß. Halt. Moment, du hast mein Auto geklaut? Ich habe dein Auto früher irgendwann mal geklaut. Dafür hast du mich schon getasert, hör auf damit. Ja, nur in einer derart ernsten Situation lügst du nicht. Und Lea hat noch nie gelogen. Ja, aber vielleicht war ihre ernste Lage nicht so bekannt. Lea hat nicht mal aus Spaß gelogen. Warum lügt Lea, Rabe und Stark zur gleichen Zeit? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und da kommt mein Plan, Jose. Hau raus. Ich ziehe die Karte echt ungerne. Weißt du noch, als ich dich vom State bewahrt habe? Weiß ich. Ich würde gerne einen Gefallen einlösen, der dir nicht passen wird. Was für ein Gefallen? Und eigentlich passt mir auch der Plan nicht, weil ich alles in meinem Leben daran tue, dass genau sowas nicht passiert. Und wenn sowas passiert, bin ich der Erste, der den Start auf links krempelt, damit sowas... Aber ich brauche die Gewissheit. Und wenn es darum geht, dass jemand lügt, kann ich es anders nicht herausfinden. Hör auf, um den heißen Brei herumzureden. Was willst du von mir? Ich will, dass du Lea entführst. Bist du auf den Kopf gefallen? Und dann... Ich will, dass du Lea entführst, ich will, dass du mit Lea alleine redest und das aus ihr rauskitzelst, während du ihr eine Waffe ins Gesicht hältst. Ich möchte sicher gehen, dass diese Waffe leer ist. Ich möchte sicher gehen, dass Lea niemals im Leben irgendetwas passieren kann. Ich möchte niemals im Leben, dass Lea rausfindet, dass ich das möchte. Aber ich möchte... Du bist komplett gegen die Wand gelaufen, oder? Ich möchte Gewissheit und ich möchte Klarheit. Und ich möchte wissen, warum sie mich anlügt. Und das ist das Einzige, wie ich herausfinden kann, warum sie mich anlügt. Soll ich dir sagen, was ich gerade denke, Alter? Dass du dich in eine Sache verrennst, die vollkommen übertrieben ist. Ja? Das ist möglich, aber auch dann habe ich darüber Gewissheit. Ich weiß, dass eine derartige Situation meine Zukunft mit Lea, falls die überhaupt noch zu kippen wäre, ich weiß gar nicht, wo ich gerade dran bin oder was gerade Phase ist. Ich weiß, dass das absolut... irreparable Schäden hinterlassen würde. Was erwartest du jetzt von mir, dass ich alleine zu Lea gehe, sie entführe und dann sie irgendwo mit hinnehme und befrage? Ich brauche da ein paar Leute für, Alter. Ich schaff das nicht alleine. Sie ist immer noch im Kopf und die ist nie alleine unterwegs. Ja? Wenn das rauskommt, war es umsonst. Ich sag dir, wie es ist. Ja? Ich habe gedacht, über gegenseitige Gefallen und so weiter wären wir lange hinweg, weil wir Freunde sind, weil du für mich zur Familie gehörst. Ja, aber das ist was, wo du alles recht zu hättest, als Freund das auszuschlagen.
Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es als Freund ausgeschlagen hätte. Aber du hast die Karte gespielt und ich nehme die Karte an, weil ich ein Mann bin, der hält sich an sein Wort. Sag mir, wie ich dem sonst auf den Grund gehen soll. Sag's mir, Hosse. Sag mir... Ich glaube, du bist momentan einfach tierisch paranoid und in deinem Stadium der Paranoia kannst du nicht einfach deiner Frau vertrauen, mit der du seit Jahren zusammenlebst. Weil sie lügt. Was mache ich, wenn Lea gesteht, dass sie sich gegen mich gestellt hat? Das ist eine Frage, die musst du für dich beantworten. Hm? Wir machen's. Das war mir klar. Meine Jungs stehen am Hof bereit. Ich begleite das Ganze in einem schwarzen Mercedes. Kennen Sie den Mercedes? Nein, das ist ein Leihwagen vom Baten, nicht angemeldet. Alles klar, schwarzes Outfit. Komm, wir gehen uns umziehen und fahren zum Hof. Ja.